Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Risen 2. Mir ist gerade beim Folgenwechsel die Batterie vom Controller ausgegangen oder leer gegangen, wie auch immer. Deswegen habe ich mal kurz einen 5 Minuten Päuschen gemacht und auf Tastatur umgestellt. So, aber das soll uns mal nicht davon abhalten, hier einfach weiterzumachen. Dem Kollegen haben wir ja gerade eben das rote Kopftuch geklaut. Jetzt sind wir hier, wo der Anführer. Das will ich doch mal herausfinden, oder? Was? Lass mich bloß in Ruhe. Na gut. So, da ich jetzt der Anführer bin, hätte ich gerne die ganzen Kräuter hier, oder, Wache? Gerade nicht. Ich bin dein Anführer. Upsala. Ich bin dein Anführer. Wisst ihr, das Problem ist nur, ich kann gar nicht mit Tastatur und Maus spielen, weil ich gar nicht weiß, was ich drücken muss. Ono Palava. Ono Palava, okay. Ich muss mal ganz kurz gucken, warte mal. Sekunde. Also unten, das ist klar, die Tasten, das gefällt mir eigentlich sowieso besser als dieser Quatsch mit dem Pad. Okay, so. Parieren ist rechte Maus, also angreifen ist linke. Also quasi so wie bei Risen 1. Okay, Shift-Taste, okay. STRG ist ducken. Leerzeichen ist springen. Wie schieße ich? Gute Frage, ne? Wie schießt man denn jetzt mit Tastatur? Warte mal, ich schau mir mal ganz kurz nach. Tastaturbedingungen, Sprinten, Schleichen, Waffenmodus, sekundäre Aktion Maus 2. Hinten. Inventar. Hä? Sekundäraktion Maus 2. Aber sekundär ist doch das hier. Ich kann die Waffe nicht wechseln. Hä? Wie geht denn das? Nee, das geht auf jeden Fall nicht. Ja gut, egal. Müssen wir halt so kämpfen. Ich muss noch ganz kurz Licht anmachen. Einen Moment eben. Verzeihung. So. Okay, dann mal weiter im Text. Wir sollen hier noch auf jeden Fall auf den Feldern den Rum verteilen. Ist was? Nö, ich muss nur Rum verteilen. Willst du bis nur. Achso, hab ich gar nicht gesehen. Du Arbeiter, du. Ups. Psst. Oh no, Palava. Ja, okay. Ich geh mal in das Haus und guck mal, ob da jemand meinen alten Fusel will. Guck mal, du siehst es auch so aus, als würdest du jeden Tag trinken. Chills? Chills, den kenne ich doch irgendwo her. Bist doch aus Risen 1, oder? Oh. Erstmal Info. Was ist in der Hütte? Da drin lagern wir das Zuckerrohr, das die Arbeiter ernten. Naja, was noch davon übrig ist. Ist nämlich eine Menge weggekommen. Schätze, das waren die Piraten. Ganz sicher waren das die Piraten. Und sonst? Sonst lagert ihr nichts hier? Nur ein bisschen Ausrüstung. Fackeln, Werkzeug und so. Also nichts Relevantes. Ah, gute Frage. Verkaufst du mir was von der Ausrüstung? Warum nicht? Muss aber unter uns bleiben. Natürlich. Eine Knochensäge. Ja, die brauche ich unbedingt. Fackel, Offiziersring. Ich habe eh nicht viel Kohle. Sand. Er verkauft wirklich Sand? Ach so. Blendet einen Gegner. Talentschmutzige Tricks. Reichweite im Nahkampf. Sand, wie es ihn überall zu finden gibt. Du kannst ihn ins Gefecht deiner Gegner werfen. Aber kann ich ihn nicht auch einfach am Strand sammeln? Aha. Wobei, die Knochensäge hat sich auch in Risen 1 gelohnt, ne? Die nehme ich mal mit. Das lohnt sich auf Dauer nämlich, wenn du die Sachen dann lootest, ne? Kannst du dann verkaufen. So. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Vielleicht um Alkohol zu brennen, du Idiot? Wozu sollten die Piraten Zuckerrohr stehlen? Na, wozu wohl? Zum Rumbrennen natürlich. Siehste. Nachdem wir hier die Kolonie aufgebaut hatten, haben sie sich im Osten niedergelassen. Schätze, sie haben sich gedacht, oh, da gibt es Zuckerrohrfelder, wie praktisch. Da können wir uns ja bedienen. Aber ich werde aufpassen. Hier klaut keiner mehr was. Okay, aber ich muss gleich noch was klauen, aber zuerst mal. Freu dich, es gibt Grog. Hat der dicke Faulpelz wieder einen Laufburschen gefunden? Solange er gut dafür bezahlt. Gib schon her. Hör mal, wo du gerade da bist, kannst du doch Tompkins Bescheid sagen. Er ist direkt hinter der Hütte im Wald und jagt Warzenschweine. Sag ihm, es gibt Grog. Mach ich. Oder? Doch mach ich. Kein Problem. Danke. Ich kann ihn nämlich nicht weg. Muss auf das Lager aufpassen. Ah, scheiße. Vielleicht hätten wir ihn dazu bringen können, hier wegzugehen. Aber ich bin sicher, ich kann auch so da reinschleichen. Speichern. Warte mal, wie ist ein Autosave? Moment.
Das ging ja auch die ganze Zeit nicht. Warte. Schnell speichern F5 und F9. Das war bei mir immer F8. Ich mach mal F8 raus. So. F8. Das ging nämlich auch nicht auf dem Controller. Siehste, geht auch so. Fackel. Oh, guck mal, da ein Apfel. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Okay, müssen wir auf jeden Fall noch lernen. Ganz, ganz wichtig. So. Ich habe nur mal geguckt, was da noch so ist, weil du hast ja gesagt, da wäre sonst nichts. Aber ich habe doch einen Apfel gefunden. Ja, dieser eine Apfel. Echt jetzt? Er kann hier nicht weg? Das sind 5 Meter. Ich roll dauernd. Scheiße. Hey, Tompkins. Siehst du das da hinten? Das ist ein kapitales Warzenschwein. Wenn du in der Wildnis unterwegs bist, sind sie die optimale Nahrungsquelle. Vorausgesetzt, du weißt, wie man sie am besten zur Strecke bringt. Und das wäre? Was ist die beste Methode, um Warzenschweine zu jagen? Zuerst musst du sie wütend machen. Das ist der einfache Teil. Sie werden wütend, wenn der Wind weht. Wenn sie angestürmt kommen, weichst du aus. Im Ernst, renn! Du darfst nicht zögern. Wenn sie an dir vorbeigestürmt sind, kannst du versuchen, sie anzugreifen. Noch besser geht's natürlich mit einer Flinte. Ah, eine Flinte hätte ich auch gerne. Aha. Wo bekomme ich ein Gewehr? Tja, ich habe noch ein paar alte Waffen übrig. Die sind besser als nichts. Die richtig guten Waffen gibt die Inquisition nur ihren Protektoren. Und um mit so einer Muskete gut umgehen zu können, brauchst du einen Büchsenmacher, der dir das beibringt. Okay. Aber eine Knarre wäre schon geil, ne? Warte mal. Zeig mir deine Waffen. Ich hätte gern eine Flinte. 750! Können wir ihm was verkaufen? Eine steinharte Garganuss. Toll, die kostet 5 Gold. Das alte Kopfloch kann er auf jeden Fall haben hier. Piratenkram, Proviant. Ich überlege, ob ich das machen soll. Katzenleuchter, die Muscheln kann ich aufmachen. Kommen wir auf 750 Tacken? Warte mal. Pulvermohn. Trank der Klingen, der ist 30 wert. Behalte ich mal noch, oder? Ah, wir kommen nicht drauf. Scheiße. Achso, das war's schon. Okay. Ja, dann muss ich erst ein bisschen Gold organisieren. Aber erstmal hier. Jill hat Rum für dich. Das kann noch einen Moment warten. Hat Osorio dich geschickt? Genau. Wenn du zurückgehst, bring ihm dieses Stück Fleisch von mir. Das machen wir immer so. Er schickt uns Rum, wir schicken ihm Fleisch. Ein guter Deal auf jeden Fall. So, erzähl doch mal was über den Büchsenmacher. Nee, erstmal über diesen Wald. Was weißt du über diesen Wald? Wenn du den Wald erkunden willst, bleib um Himmels Willen im Tal. Geh bloß nicht zu weit in die Berge. Da oben treibt sich ein Jaguar rum. Dahinter kommt noch eine Höhle. Wenn du mit deinem Leben fertig bist, ist das der Ort, an den du gehen solltest. Ich bin aber noch nicht fertig. Ich weiß nicht, soll ich das machen? Jaguar. Keine Ahnung, ob ich ihn schaffe. Ein Jaguar schaffe ich locker. Ohne Gewehr? Lächerlich. Ich will dieses scheiß Gewehr haben von ihm. Warte mal. Zeig mir deine Waffen. Wie stark ist denn die? Schaden 50. Alter. Ah, die Pistole ist auch stark, ne? Aber irgendwie kann ich mit der nicht richtig schießen. Nachladezeit 20 Sekunden. Und die hat 2 Sekunden. Alter. Ich überlege gerade, soll ich das machen? Also ich kann ihm auf jeden Fall diese komische Pistole verkaufen, die ist eh Schrott. So. Jetzt brauchen wir nur noch, 200. Nicht immer 200. Komm, das kriegt man hin. Ich will die Knarre haben. So, was kann ich dem denn noch geben? Goldbrocken. Ein paar Leuchtkugeln habe ich noch im Angebot. Ach komm, hier hast du einen Goldbrocken. So, 710. Jetzt brauche ich noch, 40. Warte mal. Ah komm, nimm. So, und dann kriegst du noch von mir ein Goldklee. Nee, nur ein. So. Flinte. So, warte mal. Jetzt will ich kurz, wie kann ich jetzt... C? Ah ja, Inventar. Linke Hand. Ach so. Benutzbares. Rechte Hand. Ach so, ich kann gar nicht Schwert und Knarre tragen.
Ist ja doof. Hätte ich auch Schwert verkaufen können. Okay, warte mal. Ich muss die mal kurz probieren. Ich speichere mal F8. So. Oh mein Gott. Das ist ein riesiger Kreis. Treffe ich doch nie was. Oder? Bam! Oh! Nein! Ey, das geht aber gut. Das geht echt gar nicht mal so schlecht, muss ich zugeben. Und was kann ich mit dieser komischen Garganuss machen? Wie kann ich denn die benutzen? Das ist Zielen. Warte mal. Ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Tut mir leid, ich muss das mal herausfinden. Also, Waffenmodus ist Maus 3, das Mausrad. Primäre Aktion, sekundäre Aktion. Wie kann ich denn hier jetzt... Wegbar anzeigen, Inventarkarte, schmutziger Trick E. Ah. Oh. Meine Nuss. Kann ich die wieder einsammeln? Wo ist meine Nuss? Ich glaube, wir sind irgendwo hin, so ganz alleine in diesem Wald. Egal, wir quatschen noch kurz mit denen zu Ende. Es ist die Nuss wirklich weg. Kann ich denn... Achso, ich habe die Knarre verkauft. Gut, egal. Nicht so schlimm. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir die kleine Knarre ersetzen können durch das große Gewehr. Aber leider geht das nicht. Wir können ja mal... Das Vieh ist erledigt. Jetzt musst du nur noch das Fleisch am Feuer braten und du hast eine ordentliche Ration Proviant. Ich gehe mal wieder zurück auf meinen Posten. Hast du vielleicht noch Tipps für geschmeidiges und glattes Haar? Warte mal. Zeig mir deine Waffen. Ich würde gerne was zurückkaufen. Und zwar würde ich gern... Achso, kann ich gar nicht, ne? Verkaufen, das Schwert ist nur 100 wert. Ach komm, ich behalte das Schwert einfach mal, was soll's. So, Büchsenmacher, wo gibt's den? Wo finde ich einen Büchsenmacher? Hier in Puerto Sacarico gibt es keinen. Wir bekommen unsere Waffen aus Caldera. Aber vielleicht findest du einen bei den Piraten im Osten. Allerdings weiß ich nicht genau, wie du da hinkommst. Naja, nach Osten halt, ne? Auf in den Osten! Ich brauche eine bessere Büchse. So, ich habe mit einem Kollegen gesprochen. Ach so. Gut. Dann... Ich überlege, ob wir mal in den Wald gehen sollen, aber bei Nacht oder bei Abend vielleicht keine gute Idee. Egal, wir... Ich will mal kurz ein bisschen rumgucken. Vielleicht finden wir noch irgendwas Schönes, eine Büchse oder so. Mal sehen. Guck mal, da ist Nebel. Sieht auch schon mal einladend aus. Oh, ein Äffchen. Gucke an. Kleine Äffchen, hallo. Oh, wie süß. Bewacht ihr hier einen Schatz? Hier ist doch bestimmt was vergraben. Eine Markibeere. Oh. Das ist wohl die Höhle, die er meinte. Ich gehe einfach mal da rein. Wir können da speichern. Hallalala. Jedenfalls sind das schöne leuchtende Kristalle. Oh. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte Waffe ziehen. Eine Termite. Ich terminiere dich, du Termite. Pam! Na komm. Hier bin ich. Tja, damit hast du wohl nicht gerechnet, hä? Bam! Die Waffe ist geil. Das macht Spaß. Das fühlt sich auch viel piraterischer an, als mit dem Schwert irgendwie. Wobei ich es halt doof finde, dass man nicht switchen kann. Dass man nicht zwei Waffen tragen kann. Weil ich würde schon gerne auch mal wechseln zwischendurch. Eine Kiste. Hat sich gelohnt, die Höhle. Packe Schrot, Gold. Na eben, Schrot. Brauchen wir Muni? Gewehre und Pistolen. So. Tatsächlich, wir brauchen Munition für die Waffen. Na gut, aber wir haben jetzt wieder 20 gefunden. Ja, wie gesagt, ich will mal ein bisschen weg jetzt in Risen 2 von Magie. Und soweit ich das mitbekommen habe, ist Risen 2 auch nicht so mit Magie bewandert, im Allgemeinen, wie Risen 1 zumindest. Und werden hier verschiedene Waffen auch mal probieren. Jetzt werden wir mal ein bisschen rumrennen mit der Pistole hier, also mit dem großen Gewehr. Oder dann nachher noch ein bisschen mit dem Schwert oder so. Vielleicht geht es auch noch mal eine Armbrust. Also ein bisschen auf Range, habe ich auch mal wieder Bock drauf.
Man kann ja mal immer mal was anderes machen, ne? So sieht's doch aus, Freunde. So. Jetzt ist die Frage, wollen wir in den Wald gehen? Eine Runde? Oder wollen wir zurück ins Dorf? Ich glaube, ich gucke mal den Wald erstmal an.